So, alle Gebäude sind ausgebaut. Wir haben die Kohlen. Wir brauchen nur Reichtum und Verzierung. Das geht ja. Hier. Alles klar, alles klar. Und in der Zwischenzeit erkunden wir mal die verlorene Stadt und schicken denen mal ihr komisches Holz Ein rüber. Karren wurde ausgesandt. Vergessene Stadt. Die Hochebene von hier soll einen Gang in die vergessene Stadt hinabführen. Sieht für mich mehr wie ein Labyrinth aus als in die vergessene Stadt. Okay, hier dürfen wir nicht. Hier ist der Gang in die vergessene Stadt. Offenbar haben die Architekten ihre Innenstadt innerhalb in den Fels geschlagen. Eins innerhalb den Fel eines innerhalb eines Fel in den Fels geschlagenen Labyrinths gebaut. Mann, schwierig. Einige Untote bewachen diesen Ort, behüten sie etwas Wichtiges. Ja, sie macht das schon. Interessant, dass sie einfach vollkommen unverwundbar ist. Wir könnten einige Truppen hinterher schicken, damit das schneller geht. Aber wozu? Die Kämpfe in dem Spiel sind ohnehin schon sehr schnell und sehr kurzlebig. Auch wenn die ja zwar wunderschöne Animationen haben, aber ein Kampf ist oftmals nach ein paar Sekunden schon vorbei. Wir haben das Holz erhalten, das ist schön. Wir schicken ein paar Bogenschützen hinterher. Außerdem brauchen wir einiges an Steinen. Beschaffen uns auch dies. 30 Steine ist doch nichts. Schicken wir die Bogenschützen hinterher. Verstanden. Wisst ihr mal. Und ja, Steine kommen noch. Kommt noch. Apropos, haben wir gerade ein Schiff hier? Nein. Wir bestellen mal ganz kurz. Kommt mal rüber. Ich werde angegriffen. Warte mal, sie wird angegriffen? Heißt, sie bekommt Schaden? Nö. Und dann sind die Gegner schon praktisch tot. Was ist das? Pling! 600 Tacken. Diese Baumstämme sind fest mit einer beweglichen Platte verschraubt. Sie werden sicher durch versteckte Schalter geöffnet. Aha. Ist das da einer? Nein. Das sieht doch sehr nach einem versteckten Schalter aus. Ja. Wie? Genial! Ist das gemacht? Oh, wir haben den geöffnet. Okay, die dürfen wir noch nicht angreifen. Verstanden. Sofort. Wie kommen wir da durch? Versteckter Schalter heißt es. Ah, wir kommen hier oben raus. Das ist die Sache. Nee, kommen wir nicht, weil dann Baumstamm im Weg ist. Das Schiff ist angekommen. Was hat's dabei? Oh!
ganz viele verschiedene Sachen. Gönnen wir uns mal ein bisschen was. Medizin haben wir genug. Schiff so ganz abziehen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Netzschiff. Ich finde das so genial. Der Gaukler ist in der Stadt. So, ist hier vielleicht? Katze. Da. Die Säulen. Ah, das könnte ein versteckter Schalter sein. Und das war vermutlich der hier durchführt. Genau. Und dann kommen wir nach hier oben und dann kommen wir hier runter. Ein Aufgang, er führt auf die andere Ebene der Stadt. Hier steht so eine alte Pyramide. Eine ordentliche Horde von denen. Da hinten dreht die Textur ein bisschen durch. Diese Ruine wird von sehr vielen ruhelosen Seelen bewacht. Ich bin mir sicher, dass das Artefakt versteckt. Bogenschützen! Hier. Hi. Können wir dahin? Hi. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. Hi. Ich werde angegriffen. Ihr drei. Dein. Wie ihr wünscht. Sofort. Ihr drei. Drei bitte. Nein, das sind nicht drei. Die Texturen freuen sich wirklich ein bisschen sofort zu sehr. So. Und ihr beiden auch da reinquetschen und runterschießen. Es gibt kein Zurück in den Kampf. Okay, greif einfach kurz mal die Bogenschützen direkt hier an und lenkt das ganze Feuer auf sie. Und ihr könnt damit drauf schießen. Angriff! Angriff! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ja, unsere Bogenschützen machen sich super. Angriff! Sofort! Nicht aufgeben! Wow! Massenverzierung. Wir reichen langsam unser Soll. Zum Angriff! So, sind jetzt alle weg. Da ist doch ein Artefakt aus hier. Da haben wir es. Aber es gibt hier bestimmt noch so viel mehr. Meint man, bestimmt noch gibt es hier noch irgendwelche versteckten Schalter, die uns hier... Ich kann nicht glauben, dass in diesen Ruinen nur dieses eine Artefakt ist. Wir müssen was finden, um dieses Teil hier zu öffnen.
Nein, nein. Ach. Wo ist der Schalter dafür? Vielleicht oben auf der Pyramide? Da kann man ja hoch. Hopp, 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 hopp. Nein. Okay, die Bogenschützen ziehen wir auf jeden Fall schon mal zurück. Alles klar. Können wir hier bauen? Nein. Da oben ist es. Da ist der Schalter. Einmal hier so rum. Und dann kommen wir da durch und dann gibt es da hinten ganz viel Spaß. Ihr habt das Artefakt gefunden. Ja, das ist korrekt. Da haben wir es. Funkelnd. Wo wir schon von funkelnd reden. Wie geht's unserer Stadt? Es geht bergauf. Wir sollten noch weitere Verzierungsgebäude bauen, damit wir ein bisschen schneller zu unserem Ziel kommen. Das heißt, wir tun einen Tischler nach hier hin. Wir tun eine Schmiede direkt daneben. Und wir bauen einen Kerzenmacher, der tatsächlich aufs Land muss. So, Eisen, Söldner. Tschüss. Die haben gerade geliefert. Dann liefert ihr mal. Schaut mal, was ihr im Angebot habt. So. Auch in diesem Bezirk der vergessenen Stadt muss etwas Schützenswertes geben, sonst würden die Seelen der Untoten ihren Frieden finden. Ich werde dafür Sorgen tragen, dass sie ihren Frieden bekommen. Alles klar. Ein Stachelschwein. Ein Stachelschwein. Ein Stachelschwein. So. Sie macht das schon. Wir können ein bisschen Gas geben. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da war was. Eisen! 60 Stück, aber das ist nett. Wie tanzt einfach so ein fetter Elefant durch die Gegend? Das Schiff ist angekommen. Was hat's im Angebot? Aha, wieder ganz schöne Sachen. Weg. Räum mal auf. Wir hatten noch eine Stadt aufzubauen, genau. Hier aus, aus und aus. Ich werde angegriffen. 8 Leute können wir in die Stadt aufnehmen. Und diese 8 Leute sollten wir darauf verwenden, einen Besenmacher zu bauen. Denn wir haben Reinigungsgüter als Problematik. Dafür muss diese Straße hier weg. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. 3,
4 können noch. 2 kommen noch hier rein. Dann können wir immer noch zwei Leute holen. Die Frage ist, wohin mit denen? Pling, 3000 Tacken. Oh, wir werden reich. Und hier ist es bestimmt auf den geheimen Schalter. Ein bisschen drehen, um hier alles mitzubekommen. Nein, hier gibt es sonst nichts mehr. Alles klar. War eine nette Tour. Schöne Abwechslung. Ihr könnt übrigens mal angetanzt. Liefert mir ein paar Steine, wenn ihr könnt. Andernfalls müssen wir halt schweren Herzens ein bisschen Geld ausgeben, um ein paar Steine aufzufüllen. Und zwar bei unseren beiden Steinbrüchen. Wie ihr wünscht. Schiff ist angekommen, das ist traumhaft. Wo ist unser Besenmacher? Da. Wir brauchen kein Eisen, oder? Wir brauchen kein Eisen. Tschüss. Komm mal her. Beförderung. Ja, ich weiß. Ein weiser Herrscher honoriert die Dienste seiner Untergebenen. Bitte. Ich begrüße eure Entscheidung, mir einen neuen Titel zu verleihen. So. Gelände ist blockiert, ja, von der Straße. Aber die Straße kommt jetzt mehr weg. Geht da weg. Straße! Weg da. Hier kommt ein Triumphbogen hin. Und so. Außerdem müssen wir eine Sache erstmal ganz klarstellen. Es ist unbestreitbar, dass Dario hier gewesen ist. Muss halt sein Revier markieren, sonst geht das nicht. Ach, und Steine, ihr dürft wieder. Einem Steinmetz fehlt es an Steinen. Ich weiß. Schiff ist angekommen. Keine Steine. Tschüss. Lassen wir einfach unsere Geologen ihre Arbeit machen. Eisen brauchen wir gerade noch nicht, aber wir sollten die Minen trotzdem schon mal wieder auffüllen. Für wenn wir es brauchen. Das Lagerhaus ist voll. Oh nein. Da wären wir wieder. An diesem unabwendbaren Punkt der Weltgeschichte. Weg. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben viel zu viel Milch. Weg. Ein Karren wurde ausgesandt. Eisen verkaufen wir nicht, das ist immer nützlich. Aber Fisch können wir ein bisschen loswerden. Ein Karren wurde ausgesandt. Hier, habt ein kleines Theaterspiel. Lohnt sich bestimmt. Schauspieler sind so arm. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Oh nein, wo hat er sich schon da verkrochen? Ah, da ist es, das Zeug. Erst einmal. So, für den Fall, dass es doch jemals wieder vorkommen sollte. Hier ein bisschen Weihrauch geben. Freuen sich die Leute und das ist auch schön für die Hygiene der Stadt aus irgendwelchen Gründen. Und hier, Steine. Wurde ausgesandt. Außerdem, hier. Man muss sicher sein.